Männer und Shoppen. Ein Thema für sich. Die Stadt Ravensburg hat sich entschlossen, ihre Verwaltung radikal zu verjüngen und das Einstellungsalter dramatisch gesenkt. So ist der neue Standesbeamte jetzt der jüngste in ganz Deutschland. Hier bezieht der neue Amtsinhaber, unterstützt von einem Untergebenen, gerade seine Diensträume und seinen Chefsessel. Sie können da gehen, Herr Sommerfeld. Gut. Der Neue ist fest entschlossen, frischen Wind in sein Amt zu bringen. Und das mit gerade 14 Jahren. Okay, alles klar. Also, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen im Standesamt in Ravensburg. Mein Name ist Manuel Nürnberger. Also, Sie wollen heute den Antrag auf Eheschließung? Ja. Okay, wunderbar. Dann schauen wir mal, ob Sie schon alles hier haben. Haben Sie noch irgendwas Zusätzliches dabei? Ja. Wir hätten noch eine Urkunde mitbringen sollen. Auf Antrag auf der Staatsangehörigkeit, nach der deutschen Staatsangehörigkeit. Ja, die bräuchte ich mal bitte. Das kann ich Ihnen jetzt einfach so geben, ja? Ich mache nichts Schlimmes damit. Mhm. Weil ich mich jetzt gerade frage, warum ein Kind vor mir sitzt. Lesen Sie sich das mal durch. Was ist das Problem mit mir? Problem nicht, ungewöhnlich einfach.
Grüß Gott. Alles klar. Grüß Gott. Hallo. 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 Herr Nürnberg, können Sie bitte schnell nochmal unterschreiben? Natürlich. Okay. Der Termin mit dem Bürgermeister und dem Landtagsabgeordneten steht 20 Uhr. Sie können Ihre Eltern mitbringen, ja? Okay, danke schön. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es ein neues Eheschließungsgesetz. Und dazu muss ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen. Ich bitte Sie einfach, Ihren Partner mal 10 Gründe zu nennen, wieso Sie ihn heiraten wollen. 10 Gründe? 10 Gründe. Okay. Weil wir möchten nur sicher gehen, dass es halt keine Scheinehe ist. Gut. Also. Mach du anfangen. Ich weiß nicht, was fängt denn hier an, Charlotte? Das ist ja wieder ein Problem, oder? 10 Gründe. Also, Ihr Aussehen? Finden Sie nicht, dass es ein bisschen oberflächlich ist? Ja, das ist nicht ganz klar, oder? Sie wissen aber schon, dass auch die schönste Blume im Alter verwelkt. Schönheit. Also. Was habe ich jetzt alles gesagt? Aussehen. Dann, ich stehe auf Ihr blondes Haar. Das gehört zum Aussehen. Ja, gehört zum Aussehen. Stimmt. Was war denn da noch? Kalter Wisch, oder? Möchten wir nochmal? Okay. Ihre Augen liegen, aber es könnte auch schon aussehen. Ja. Und Sie sind sicher, dass Sie beide heiraten wollen? Das ist eine gute Frau. Lieben wir uns? Na, so ein bisschen. Irgendwo am Rand sicherlich. Ja, aber das gehört ja da dazu. Oh, so also meine Verhältnisse gehört das dazu. Das sind ja die Gründe, warum ich dich liebe und nicht, weil ich liebe dich, weil ich liebe. Nein, wollte wissen, warum wir uns heiraten. Also. Ja. Das muss ja gerade eigentlich so raussprudeln. Echt? Ja. Wenn ich drauf eingesteckt wäre, wäre ich das muss aufgeschrieben. Ja. Freundlichkeit habe ich das schon. Nein. Ja, kann schon sein. Liebenswürdigkeit, Hilfsbereitschaft, spendierfreudig. So sieht also Liebe aus. Okay. Na gut. Dann. Nichts für ungut, aber ich empfehle Ihnen mal, diese Broschüre hier zu lesen. Bevor es soweit ist, bekommt das Paar aber noch eine letzte Chance. Ja, jetzt kommen wir mal zum bürokratischen Teil. Herr Sommerfeld! Wir brauchen die Trennwand. So, ganz, ganz kleinen Ruck nur, ganz ruhig. So ist wunderbar. Sie können wieder ganz dicht bitte ran. Wunderbar. Also ich stelle Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen. Und da Sie die Antwort vom anderen einfach nicht wissen dürfen, müssen Sie mit den Schildern hier antworten. Mhm. Also, wer kam als erstes auf die Idee zu heiraten? Wer hat zu Hause die Hose an? Was rück ich dich hier ins Auge? Wer pupst abends im Bett gerne? Das ist jetzt ein bisschen persönlich, oder? Du hast schon gezeigt, oder? Ja, dann, wer ist Eifersüchtiger? Das ist gut. Herr Sommerfeld! Sie können die Trennwand wieder wegstellen. Ja, Herr Nürnberger. Dankeschön. Also, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Computer aufgrund der Testergebnisse einer Hochzeit sehr skeptisch gegenübersteht. Diese Meinung teile ich auch. Mhm. Okay. Und die 10 Gründe, die waren auch nicht so wirklich schlagkräftig. Mhm. Sie können den ganzen Test in einem halben Jahr wiederholen. Dann müssen Sie das allerdings nochmal machen. Vielleicht klappt es dann besser. Oder Sie heiraten in einem anderen Standesamt. So müssen Sie den Test allerdings auch machen. Mhm, ich kann Ihnen auch einen Kollegen von mir empfehlen. Ja. Den Frank Elstner. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Ein
Ein gebührenpflichtiger Parkplatz. Das Prozedere ist bekannt. Erst zahlen, dann fahren. Notwendige Voraussetzungen: ein funktionsfähiger Kassenautomat. Ein vernunftbegabter Autofahrer, der damit umgehen kann. Und der schnellste Weg zur Ausfahrt. Alles kein Problem. Die beschriebene Ausfahrtszeit wurde von Ihnen leider überschritten. Zur Ausfahrt ist eine Nachzahlung am Ticketautomaten fällig. Das kann doch nicht sein. Ich habe gerade bezahlt und jetzt sagt er, ich soll nachzahlen. Ja, dann müssen Sie schneller fahren. Dann müssen Sie schneller sein. Sie haben bloß 40 Sekunden Zeit. Ach so. Dann gehe ich lieber zu Fuß die Strecke. Ja, würde ich auch sagen. Eine weise Entscheidung, wobei sich als Gangart das leichte Traben empfiehlt. Wir danken für Ihre Nachzahlung. Sie haben nun 40 Sekunden Zeit, den Parkplatz zu verlassen. Unter diesen Umständen wäre doch wohl eher der flotte Galopp angesagt. Geht doch. Und nun? Die vorgeschriebene Ausfahrtszeit wurde von Ihnen leider überschritten. Das kann nicht. Zur Ausfahrt ist eine Nachzahlung am Ticketautomaten fällig. Das kann aber nicht sein. Sie haben aber wirklich länger gebraucht. Also 40 Sekunden. Ich bin gelaufen. Ja, das habe ich gesehen, aber halt nicht schnell genug. Ja. Ich hab die Schnauze jetzt hier vorhin voll von den Scheißparkplatz. Oder entwerfen, Mann, nachzahlen. Ich bin ja nicht blöd, ich bin zwar blond, aber ich weiß, wenn ich das da reinstecke und eine Füllung habe, will ich auch wieder raus. Ja. Und in 40 Sekunden kann ich erst fliegen, aber nicht fahren. Ja. Diese Amazone verlässt sich lieber gleich auf die Pferdestärken unter der Motorhaube. Wir danken für Ihre Nachzahlung. Sie haben nun 40 Sekunden Zeit, den Parkplatz zu verlassen. Die vorgeschriebene Ausfahrtszeit wurde von Ihnen leider überschritten. Zur Ausfahrt ist eine Nachzahlung am Ticketautomaten fällig. Das war eine Minute. Ehrlich. Also ich glaube, Sie müssen laufen. Sind wir hier blöde oder was? Ich habe jetzt schon 1 Euro bezahlt. Ja, ja. Und man lässt mich hier nicht raus. Dürfen Sie nicht da hinten schminken? Bin ich hier blöd oder was? Nee, aber Sie dürfen sich da hinten nicht schminken oder sonst. Sie müssen schneller sein. Es kommt jeder raus. Ich weiß nicht, warum Sie das nicht schaffen in der Zeit. Es kommt wirklich jeder raus. Sie müssen halt laufen. Nun ist es aber an der Zeit für einen neuen Tagesrekord. Ganz locker herausgelaufen und souverän bis ins Ziel. Da kann man als Zweitplatzierter schon mal schlechte Laune kriegen. Halten Sie mal bitte fest, halten Sie mal bitte fest, halten Sie doch mal bitte. So müssen Sie es auch machen. Also jetzt reicht es mir, verdammt, das scheint nicht um jetzt hier die ganze Polizei, Mann. Für Ihre Nachzahlung. Sie haben nun 40 Sekunden Zeit, den Parkplatz zu verlassen. Vom Laufstil her ist diese Athletin eher der ausdauernde Mittelstreckentyp und für die kurze Sprintstrecke nicht so geeignet. Aber heute hat sie Glück. Gratulation. Ja. Sie haben es geschafft. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Scheiße. Bis dann.
Samstag haben Sie Zeit, um in die Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß zu kommen, okay? Ich fahre Sie auch. Ja? Mike Krüger kommt am Münchner Flughafen an, in Begleitung seines Werbeberaters, der heute unser Komplize ist. So, aber das kriegen wir rein. Noch ist die Laune des Künstlers ungetrübt. Das wird sich auf dem Weg in die Stadt ein wenig ändern. Die Eindrücke auf so einer langen Autofahrt können doch unvergesslich sein. Stopp, Markus. Stopp. Das hat mir eben gerade einer erzählt. Das müssen wir mal kurz fotografieren. Was war das? Das Plakat da eben. Wäre das nett. Mike Krüger weiß die subtile Anspielung, die in dem Werbetext steckt, überhaupt nicht zu würdigen. Mir fiel das schon auf. Ich war gestern in Stuttgart. Hängt das da auch, oder? Das hängt in Stuttgart auch, ja. Ja, da müssen wir gleich Herrn Prinz anrufen. Da habe ich ja Nummer gesehen. Ich habe noch nicht angerufen, weil ich gedacht habe, na, Sie werden schon wissen, welche Engagements Sie haben. Wieso? Ist das nicht Ihr Engagement? Nein, das gibt eine richtig fette Klage. Schauen Sie, da. Ja, ja. 089137, wenn man direkt einspeichern. Hallo Hase. Ich bin in München und München ist zu plakatiert mit riesigen Plakaten. Mike Krüger, Erotikland München. Wenn es um Erotik geht, habe ich den richtigen Riecher mit einem riesigen Foto von mir. Aber Plakate 3x4 Meter. Nee, irgendein Foto von mir, von was weiß ich wo, in diesem gestreiften Hemd. Ich weiß nicht, wo Sie das hier haben. Aber Riesenplakate. Und an den Litfaßsäulen überall. Hier sehe ich mich gerade wieder, die ganze Litfaßsäule. Das ist unfassbar, die ganze Stadt zuplakatiert, aber riesengroß. Ich fahre jetzt hier gerade auf eine Litfaßsäule zu. Da ist nur das Plakat drauf, riesengroß. Erotikland München. Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes, steht da drüber als Spruch. So, jetzt habe ich mal reingehört in die Hotline. Ja. Das ist ja ein Ding. Ich meine, das fasst man nicht. Darf ich Ihnen das mal geben? Nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Hallo, danke für deinen Anruf bei Erotikland München. Aufgrund vieler Kundenwünsche sind zurzeit alle Leitungen belegt. Der nächste freie Platz gehört allerdings schon dir. Ja, unglaublich. Die spielen ja noch Nippel auch noch. Die haben alle ihre Dinge vermarktet. Hallo? Hier ist das Erotikland München. Ah, Moment, ich verbinde. Augenblicke mal. Ich verbinde Sie mit der Uschi. Ja, schönen Dank. Der Herr Krüger lässt sich bedanken. Meinen Sie unseren Mike Krüger? Ja. Ist er gerade bei Ihnen ganz in der Nähe? Der ist ganz in der Nähe. Ich möchte Herrn Krüger gerne wissen lassen, mein Mike, dass er für mich einer der sinnlichsten Männer ist, die ich kenne. Herr Krüger, Sie kriegen Komplimente von der Uschi. Na toll. Ich möchte es Ihnen so gern selber sagen, bitte. Augenblick, ich versuch's einmal. Bitte, ich verbinde Sie auch gerne gleich mit unserem Chef. Augenblick. Herr Krüger, Sie verbindet Sie mit dem Chef. Nee, der Chef wird von meinem Anwalt zu hören. Der Chef soll vom Anwalt verständigt werden. Sie bettelt für ihn. Nehmen Sie es. Nein. Mike, wenn ich ganz hoch komme, ja, Sie verstehen, was ich meine. Ich denke immer an Sie. Mike. Ist das ein Ding? Das Problem ist ja, dass die Typen haben ja kein Geld. Ne? Das sind ja alles Pfeifen. Ja. Wissen Sie, was die Plakate kosten? Sonst wohin verklagen. Ja, den muss er ja vorher zahlen, die Plakate. Naja, trotzdem, das, was wird der? Wissen Sie, was so ein Erotikland für Umsatz macht? Ja, oder? Das werden wir Ihnen dann wegnehmen, das ist ja gut. Ja, wir brauchen ganz schnell eine einstweilige Verfügung, dass diese Plakate hier runterkommen. Also da hängen soll dann den Nippel durch die Lasche ziehen, wenn du das Band anrufst. Ich gebe dir gleich die Nummer, da kann der Prinz auch anrufen. Dann läuft der Nippel und dann kommen da irgendwelche Mädels, mit denen du sprechen kannst. Das sind also immer dasselbe Motiv. Mein Name ganz groß drauf. Nein, ich, mein Foto. Mein Foto,
Und dann eben so Sprüche, da müssen Sie nur den Nippel durch die Lasche ziehen und an der Nase eines Mannes erkennt man den Johannes. Und in Erotik-Sachen bin ich Experte. Ja, ein Geistesgestörter. Und das also einstweilige Verfügung, dass die Dinger sofort runter müssen und dann natürlich Klage. Und zwar richtig, damit die es auch merken. Jones, da bist du gelähmt. Ja, ja, klar. Ja, ja. Das ist unfassbar. Unser Erotikland ist in Wirklichkeit ein Münchner Hotel, in dem wir uns versteckt haben. Hier wird er gleich vorgefahren, weil er denkt, hier finden Gespräche statt. Er ist natürlich gereizt auf 180, aber er wird ja seinen alten Freund Frankie Boy wiedererkennen, hoffe ich. In diesem Moment steigt er aus, hat mich noch nicht entdeckt. Vielleicht sieht er auch noch mal den Bus. Die Frage ist natürlich, mit wem er da telefoniert. Das sag ich doch. Was machst du denn hier? Ich habe gerade gesagt, das kann eine versteckte Kamerageschichte sein. Ich stehe hier mit dem Transporter vor der Tür. Mike, ich begrüße dich herzlich. Jetzt hättest du fast Herrn Prinz in deinem Büro gehabt. Heute Nachmittag. Schöne Grüße, Herr Prinz. Ja, nee, es ist meine Frau dran. Ich reiche mal, hier steht mein bisher noch Freund Frank Elstner, der jetzt aber nicht mehr mein Freund ist. Und Herr Prinz soll die Klage trotzdem raushauen. Er hat es verdient. Ich reiche dich mal weiter. Dein Mann sieht sehr gut aus. Er ist absolut abgeregt. Du musst dir keine Sorgen machen. Es wird ein schöner Film und ja. Schöne Grüße. Super Geschichte. Vielen Dank. Der Anlasser röchelt und röchelt, aber der Wagen will einfach nicht anspringen. Kein Wunder bei dieser winterlichen Witterung. Die Frau am Steuer macht ihrem Ärger lauter als Luft, lässt sich aber erstmal nicht unterkriegen. Entschlossen wirft sie einen Blick unter die Motorhaube. Scheint noch alles da zu sein. Im Profil übrigens unschwer zu erkennen. Beim Lockvogel handelt es sich um die Schwester von Thomas Gottschalk. Und die braucht jetzt doch Hilfe von außen. Die ist schnell gefunden. Hallo, könnt ihr mir bitte helfen? Das ist ja ganz süß. Stark genug sieht er ja aus, der Freiwillige. Zur Sicherheit gesellt sich aber noch ein zweiter dazu. Der gehört zum Team und weiß, dass Anschieben auch echte Drecksarbeit sein kann. Ja, wie schaut denn Sie aus? Sie sind ja ganz schwarz im Gesicht. Das steht Ihnen gut, passend zur Lederjacke. Ein wenig schwarz im Gesicht. Sie sind ja ganz schwarz im Gesicht. Das gibt's doch nicht. Also, das habe ich nicht erlebt. Ja, wie schaut denn Sie aus? Sie sind ja ganz schwarz im Gesicht. Und wie schauen denn Sie aus? Oh. Ja. Was war denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Ich auch? Ja, ganz schön. Na, Sie sind schwarz. Oh. Aber haben Sie sich erschrocken? Ja, erschrocken habe ich mich aber schon. Sie verstehen wenigstens Spaß. Das finde ich toll. Spaß? Kennen Sie das? Ja? Ja. Und da drüben findet es nämlich bald statt, in der Halle. Und Sie sind uns schön auf den Leim gegangen. Oh. Ah.